Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fallout 4. Ja, wir haben es im letzten Part geschafft. Wir haben im letzten Part endlich die ganze Scheiße hier zum Laufen gebracht. Sie werden den Teleporter erst benutzen, wenn Sie mich angehört haben. Ja, dann komm halt her. Herr Mr. Maxson? Erstaunliche Arbeit, Ritter. Der Signalfänger scheint fertig zu sein. Sind Sie bereit, ihn einem Test zu unterziehen? Dass Ingram auch weiß, was sie da tut? Proctor Ingram hat die letzten 5 Jahre dafür gesorgt, dass ein 40.000 Tonnen Luftschiff nicht abstürzt. Ich denke, das qualifiziert sie ausreichend. Trotzdem ist es natürlich unser erster Versuch, Technologie des Instituts anzupassen. Wenn wir den Schalter umlegen, wissen wir also nicht genau, was passieren wird. So Gott will, landen sie im Institut und die Mission kann fortgesetzt werden. Nichts wird mich aufhalten, wenn ich so nah dran bin, endlich Antworten auf meine Fragen zu finden. Sie brennen darauf loszulegen, was? Sehr gut. Ich möchte, dass Sie mir jetzt ganz genau zuhören. Sobald Sie im Institut sind, wird vermutlich der Kontakt abreißen. Es ist also wichtig, dass Sie sich alles merken, was ich Ihnen jetzt sage. Mhm. Vor etwa 10 Jahren begann die Bruderschaft zur Unterstützung bei verschiedenen Projekten Wissenschaftler aus dem Ödland der Hauptstadt anzuheuern. In dieser Zeit konnten wir auch Dr. Madison Lee verpflichten, eine bekannte Größe auf dem Feld der Nukleartechnik. Das klingt gut. Ja, das war's auch. Sich wichtige Ressourcen zu sichern, ist gerade in Kriegszeiten entscheidend. Wie dem auch sei, Dr. Lees Beitrag zu unserer Arbeit war entscheidend für die Aufrechterhaltung der Ordnung im Ödland der Hauptstadt. Nach einer Weile kam es zu Meinungsverschiedenheiten mit der Bruderschaft und sie wählte das Exil im Commonwealth. Wir sind uns ziemlich sicher, dass sie Kontakt zum Institut aufnehmen wollte. Was waren das für Meinungsverschiedenheiten? Sie arbeitete zwar für die Stählerne Bruderschaft, aber sie ist nie offiziell als Gelehrte beigetreten. Nachdem das Ödland der Hauptstadt gesichert war, störte sie sich an der weiteren militärischen Präsenz der Bruderschaft dort. Ich glaube, sie dachte, wir würden einfach irgendwann verschwinden. Da hat sie sich getäuscht. Ihre Mission ist einfach. Sobald Sie im Institut sind, machen Sie Dr. Lee ausfindig. Wenn sie noch am Leben ist, nehmen Sie Kontakt zu ihr auf und überzeugen Sie sie, sich wieder der Stählernen Bruderschaft anzuschließen. Wir arbeiten an einem speziellen Projekt und dafür brauchen wir sie. Was ist das für ein Projekt, an dem sie arbeiten soll? Dr. Lee hat zuvor an einer mächtigen Waffe für die Stählerne Bruderschaft gearbeitet. Wir möchten, dass sie dort weitermacht, wo sie aufgehört hat. Mehr kann ich Ihnen leider nicht sagen. Hören Sie zu, Ritter. Mir ist bewusst, dass Sie beim Versuch, ohne weitere Informationen ins Institut einzudringen, Ihr Leben riskieren. Behalten Sie einfach immer Ihre Mission im Blick und lassen Sie sich durch nichts von Ihrer Pflicht abbringen. Viel Glück. Benutze den Signalfänger. Ich habe alles mehrfach überprüft. Ich glaube, der Signalfänger ist bereit. Du auch? Hey, warte mal, ich gehe jetzt erstmal kurz hier raus. Entschuldigung, Proctor Ingram. Ich habe alles mehrfach überprüft. Ich glaube, der Signalfänger ist bereit. Du auch? Sollten wir es nicht erstmal testen? Nicht, wenn wir nur einen Frequenzcode haben. Sobald du drin bist, wird das Institut wissen, welches Signal wir gekapert haben und den Code ändern. Dann ist er nutzlos. Das Ding ist ein Einzelfahrschein. Also was sagst du? Bist du bereit, das durchzuziehen? Ja. Legen wir los. In Ordnung. Stell dich auf die Plattform. Dann sehen wir mal, ob wir ein Signal finden, das wir kapern können. Okay, kann nicht da. Reiß dich zusammen und dann rauf auf die Plattform. Ja, ja. Quatsch runter. Ich gehe nicht ohne meine Powerrichtung dahin. Tschüss. Du wolltest doch ins Institut, anders, oder? Also, worauf wartest du noch? Ich bin auf der Plattform. So mehr oder weniger. Vermeiden Sie es unbedingt, das Feuer im Institut zu eröffnen. Das könnte unsere gesamte Mission gefährden. Okay, der Transmitter ist angemeldet, der Emitter bereit. Sieht soweit alles gut aus. Ich scanne jetzt nach dem Signal. Drück uns die Daumen. Ich gebe jetzt den Code ein. Wow.
Jede Menge Störungen und Phantomsignale. Es wird etwas dauern, bis wir drin sind. Übrigens, dein kleiner Ausflug ist eine super Gelegenheit, so viel wie möglich über das Institut und seine Pläne rauszufinden. Ich habe ein nettes kleines Programm auf dieses Holoband gepackt, das ihr Netzwerk untersucht und alles kopiert, was es findet. Steck es einfach in ein Terminal da unten. Das Programm erledigt den Rest. Bring es dann später wieder mit, dann schaue ich mal, ob ich aus den Daten schlau werde. Wir haben Ihre Befehle, Soldat. Hey, wir haben es geschafft. Radiowellenübernahme abgeschlossen. Fahre den Emitter hoch. 60%, 80%. Der Emitter ist an der Leistungsgrenze, aber er hält. Jetzt muss ich nur noch den Schalter umlegen. Übertragung in 3, 2, 1. Sie haben Ihre Befehle, Soldat. Viel Glück, Soldat. Okay. Jetzt fängt die ganze Geschichte an, ernst zu werden. Und ich glaube, ja, ich bin alleine. Hallo. So, was sind meine Aufgaben? Habe ich genug? Ja, Steam Packs habe ich dabei. Gut. Können wir gucken, ob wir hier irgendwo noch einen Fusionskern finden. Schrott brauche ich jetzt eigentlich gar nicht mehr mitzunehmen. Aber das ist hier das Institut, Leute. Also. Gehen wir mal da runter. Gucken wir mal hier. Hä? Wer ist Hallo? Ich habe mich gefragt, ob du es schaffen wirst. Du bist ziemlich einfallsreich. Hä? Man nennt mich Vater. Das Institut wird von mir geführt. Ich weiß, warum du hier bist. Ich möchte mit dir reden. Von Angesicht zu Angesicht. Geh bitte in den Aufzug. Welchen Aufzug? Betritt den Aufzug. Hä? Was denn für ein Aufzug? Hier ist keiner. Okay, man hat gemerkt, dass ich hier bin. Was ist das? Nee. Ist das der Aufzug? Also es kann jetzt auf jeden Fall mal sowas von bombastisch gefährlich werden. Ich kann mir vorstellen, was du gehört hast, was du über uns denkst. Ich möchte dir zeigen, dass du vielleicht einen falschen Eindruck hast. Willkommen im Institut. Ich will meinen Sohn. Das ist die Realität des Instituts. Dieser Ort, diese Leute, unsere Arbeit. Seit über 100 Jahren widmen wir uns dem Überleben der Menschheit. Jahrzehnte der Forschung, unzählige Experimente und Hürden. Eine Vision, wie die Wissenschaft die Zukunft formen kann. Es war nie einfach und unsere Aktionen werden von denen über der Erde oft falsch interpretiert. Eines Tages können wir ihnen vielleicht zeigen, was wir geleistet haben. Bis dahin müssen wir im Untergrund bleiben. Das Risiko wäre einfach zu groß. Wie du gesehen hast, sind die Dinge oben instabil. Ich möchte dir erzählen, was wir tun können. Für alle. Aber das kann warten. Du bist aus einem bestimmten persönlichen Grund hier. Wegen deines Sohnes. Ja. Sean? Was? Ja, ich bin Sean.
Sean, bist du es wirklich? Wer bist du? Sean, ich bin's. Ich bin dein Papa. Vater, was ist los? Was geschieht hier? Sean, alles okay? Du bist nicht verletzt, oder? Was ist los? Vater, Vater! Was soll ich tun, Sean? Was kann ich tun? Ich kenne dich nicht. Geh weg! Vater, Vater, hilf mir! Hier ist jemand, hilf mir! Wer ist Vater? Wo ist er? Vater, Vater, hilf mir! Er will mich entführen! Vater, Vater, hilf mir! Ich verstehe gerade die Welt nicht mehr. Sean, S9, 23, Rückrufcode, Cirrus. Faszinierend, aber enttäuschend. Das Kind hat überhaupt nicht wie erwartet reagiert. Er ist nur ein Prototyp. Erst jetzt befassen wir uns mit den Auswirkungen extremer emotionaler Reize. Bleib bitte unvoreingenommen. Ich sehe, dass du emotional bist und auf deinem Weg hierher viele Probleme hattest. Beginnen wir von vorn. Ich bin Vater. Willkommen im Institut. Gib mir Sean. Den echten Sean. Sofort! Ich weiß, ich weiß. Du hast alles getan, um ihn zu finden. Ich möchte nur verstehen, was hier vor sich geht. Ich habe Antworten versprochen. Und die sollst du bekommen. Aber du musst erkennen, dass diese Situation weitaus komplizierter ist, als du es dir hättest vorstellen können. Du bist weit gereist und hast viel erlitten, um deinen Sohn zu finden. Deine Hartnäckigkeit und dein Engagement wurden belohnt. Schön, dich endlich zu treffen. Nach dieser langen Zeit. Was? Ich bin's. Ich bin Sean. Was? Ich bin dein Sohn. Okay. Alter. Wie ist das überhaupt möglich? Ich weiß, das ist ganz schön viel. Im Vault hast du nicht mitbekommen, wie die Zeit vergeht. Du bist aus der Kapsel gekommen und hast deinen verlorenen Sohn gesucht. Aber dann hast du erfahren, dass dein Sohn ein 10-jähriger Junge ist. Du hast geglaubt, dass 10 Jahre vergangen wären. Ist es so schwer zu akzeptieren, dass es 60 Jahre waren? Das ist die Realität. Hier bin ich, vom Institut großgezogen. Und jetzt sein Anführer. Was Sie getan haben, war nicht richtig. Dich mir einfach wegzunehmen. Für dich stimmt das vielleicht. Aber für das Institut hat all das einen Sinn ergeben. Damals, im Jahr 2277, hatte das Institut große Fortschritte bei der Synth-Produktion gemacht. Aber das reichte nicht. Wissenschaftliche Neugier und das Streben nach Perfektion trieben sie an. Was sie wollten, war die perfekte Maschine. Also folgten sie dem besten Beispiel, dem Menschen. Er geht, spricht, kann sich ausdrücken, ist zu allem fähig. Für ihre Experimente brauchten sie also Testexemplare. Deshalb haben sie dich entführt. In gewisser Weise schon. Das Institut wollte synthetisch-organische Wesen erschaffen. Der logische Ausgangspunkt war natürlich menschliche DNS. Es gab reichlich, ja. Aber es war alles verunreinigt. In diesem Ödland war jeder von der Strahlung betroffen. Trotz ihrer Versuche, sich vor der Welt da oben zu schützen,
wurden Institutsmitglieder der Strahlung ausgesetzt. Sie brauchten eine neue Quelle. Dann hat das Institut mich gefunden, nachdem es Aufzeichnungen aus Volt 111 entdeckt hatte. Ein Säugling, eingefroren und geschützt vor den Mutationen, die sich in jede andere menschliche Zelle im Commonwealth eingeschlichen hatten. Sie brauchten mich. Meine DNS war die Grundlage der synthetisch-organischen Lebewesen, aus denen alle menschenähnlichen Synths hergestellt wurden. Ich bin ihr Vater, durch Wissenschaft vereint. Die Synths, ich und du. Ich glaube dir nicht. Das kann auf keinen Fall stimmen. Ich wünschte, es gäbe etwas zu sagen. Dies hier willst du nicht. Aber es ist die einzige Wahrheit, die ich dir anbieten kann. Du bist mein Sohn? Dann beweise es. Jetzt. Ich hab dir gesagt, warum ich hier bin. Ich weiß nicht, mit welchen Beweisen ich dich noch überzeugen könnte. Ich hab dir mein Vertrauen bewiesen. Du hast deine Waffen noch. Und ich stehe unbewaffnet vor dir. Bitte, reden wir einfach. Okay. In Ordnung. Dann reden wir. Du hast bestimmt Fragen. Bitte, nur zu. Ich glaube, dass sie irgendwie nicht zu verstehen. Oh, der Scheiß. Also, mal ganz kurz jetzt. Ja? Also. Wir reden mit Nick Valentine darüber, dass unser Sohn noch nicht einmal 10 Jahre alt ist. Ja? Jetzt steht ein Mann vor uns mit weißen Haaren, was weiß ich, knapp über 60 Jahre, ich weiß es nicht mehr genau. Ja? Und das soll unser Sohn sein. Ist nicht zu überwältigend. Also, sorry, also doch bin ich. Also, das, also, wow. Deine Mutter, sie hat dich nie aufwachsen sehen. Ja. Was mit ihr geschehen ist, war... Ich habe mir die Aufzeichnungen des Vorfalls angesehen. Anscheinend war ihr Tod ein bedauerlicher Kollateralschaden. Kollateralschaden? Mehr ist das für dich nicht? Für dich ist es ja noch nicht lange her. Ich erinnere mich natürlich nicht. Und konnte den Verlust mein ganzes Leben lang bewältigen. War das immer einfach? Natürlich nicht. Aber ich habe versucht, mein Leben weiterzuführen. Viele Jahre lang fragte ich mich nie, wer meine Eltern waren. Ich akzeptierte meine Situation. Und das war's. Mit dem Alter kommen das Bedauern und die... Was wäre, wenn Fragen? Jetzt zählt, dass du und ich die Chance haben, neu anzufangen. Wie kann ich dich noch beruhigen? Kellogg hat für dich gearbeitet? Kellogg. Als ich hier ankam, war er schon lange beim Institut. Erst als Direktor erfuhr ich von den Dingen, die er getan hat. Davon, was für ein Mensch er war. Du wusstest, dass er ein Psychopath war? Aber hast ihn trotzdem eingesetzt? Hätte ich ihn auf das Commonwealth loslassen sollen? Der kurzen Leine konnte er wenigstens nicht so viele Kollateralschäden anrichten. Das Institut hat Kelloggs Grausamkeit für sich genutzt. Das gebe ich offen zu. Durch Instituts Technologie wurden sein Leben und seine Nützlichkeit verlängert. Weit über das normale Maß hinaus. Er hat das Institut nie enttäuscht. Aber seine Grausamkeit wurde immer offensichtlicher. Ich gebe zu, es ist kein Zufall, dass sich eure Wege gekreuzt haben. Es schien passend, um dich, uns, Rache nehmen zu lassen. Wie kann ich dich noch beruhigen? Du leitest also das Institut? Ich bin der Direktor. Ja, dafür habe ich jahrzehntelang gearbeitet. Diese Verantwortung nehme ich sehr ernst. Das Institut ist wichtig. Es ist die größte Chance der Menschheit auf eine bessere Zukunft. Egal, was die da oben über
über uns denken. Es zählt nicht, was sie denken. Es zählt nur, was du tust. Schön, dass wir uns einig sind. Das Commonwealth hat nichts von uns zu befürchten. Das versichere ich dir. Was auch immer du gesehen oder gehört hast. Gib mir etwas Zeit. Es gibt noch mehr zu besprechen. Aber das Institut steht kurz vor einigen wichtigen Durchbrüchen. Deine Anwesenheit würden wir sehr schätzen. Ich war hier Teil von etwas Großartigem. Ich habe geholfen, ein Leben für mich und für die Leute hier im Institut aufzubauen. Und jetzt, nach all den Jahren, kannst du dabei helfen. Macht dich das nicht neugierig? Ist es nicht das, was du willst? Du willst, dass ich hier bleibe? Im Institut? Ja, das ist mein Vorschlag. Ist das so schwer vorstellbar? Das Institut kann dir ein besseres Leben bieten, als du es auf der Oberfläche jemals haben könntest. Du warst doch im Commonwealth. Du hast gesehen, wie es da ist. Ich versichere dir, dass du es bei uns besser hast. Also ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also das ist... ich begreife das immer noch nicht so ganz, dass das unser... Also... Sohn sein soll, der da vor uns steht. Ne? Also, sorry, aber das... Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Wie kannst du das sagen? Wie kannst du all diese Leute und ihre Taten geringschätzen? Weil es einfach die Wahrheit ist. Und ich glaube, das weißt du auch. Ich bitte dich nur, dem Institut, mir eine Chance zu geben. Eine Chance, dir zu zeigen, worüber ich dir erzählt habe. Wir haben für die Menschheit nur das Beste im Sinn. Wirst du es versuchen? Willst du das wirklich? Ja. Eine Zusammenarbeit würde uns beiden etwas bringen. Ja, komm, dann. In Ordnung. Danke. Das Institut ist jetzt dein und mein Zuhause. Ach du Scheiße. Nimm dir Zeit und lerne es kennen. Triff die Leute, mit denen du arbeiten wirst. Du solltest dich bei den Bereichsleitern vorstellen. Dr. Fillmore im Bereich Anlagen. Dr. Ayo im Bereich SEB. Und Dr. Holdren in der Biowissenschaft. Und schließlich Dr. Lee im Bereich fortschrittliche Systeme. Sie wissen über deine Ankunft Bescheid. Triff sie, dann besprechen wir das weitere Vorgehen. Boah, also das ist jetzt auf jeden Fall mal ein hartes Pflaster, ne? Also... Also wir sind jetzt Teil des Instituts. Also das war so definitiv mal nicht geplant. Und ich merke ja, wie ich hier Frame-Einbrüche habe, ey, vom Allerfeinsten. Nur die Frage ist, müssen wir jetzt hoch oder runter? Genau, Treppen laufen, oder? Müssen wir nicht unbedingt mit dem Aufzug fahren. Hallo? Na da? Mir ist das jetzt immer noch, also so langsam kapiere ich das Ganze, ja, weil ich mal, ja gut, kapiert habe ich das sowieso schon, ne? Also kapiert habe ich das sowieso schon, ne? Also davon mal ganz abgesehen, ja. Nur war ich muss sagen, also es ist, dass ich da so ein bisschen geschockt war, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe damit nicht gerechnet. Das nennst du einen sauberen Boden? Haben deine visuellen Rezeptoren eine Fehlfunktion? Siehst du nicht den Staub und Dreck? Hey. Keine Ausrede. Du bist eindeutig defekt und ich werde das anzeigen. Vielleicht können wir deine Teile später für etwas verwenden, was tatsächlich zu gebrauchen ist. Doc?
Weißt du, was passiert, wenn Roboter einem die ganze Arbeit abnehmen? Man wird fett und faul. Ganz einfach. Richtige Menschen, die richtig denken und richtig arbeiten. Diese Zukunft will ich. Da widerspreche ich nicht. Schön, jemanden kennenzulernen, der nicht davon besessen ist, Menschen durch Maschinen zu ersetzen. Seit Jahren sage ich schon, dass wir zu abhängig von diesen Synths sind. Aber niemand hört auf mich. Vielleicht kannst du sie zur Vernunft bringen. Naja, ich sollte dich wohl willkommen heißen. Vielleicht kann ja ein neuer Blickwinkel hier was bewegen. Nichts zu melden, Sir. Scanner, Person identifiziert. Entschuldigung? Scanne unbekannte Person. Freigabe bestätigt. Ja, ja, wenn du mich anschießt. Ne, also. Schieß ich zurück. Das ist mal klar. Aber ich muss sagen, das sieht schon nicht schlecht aus. Wer bist du? Willkommen im Institut, Sir. Nur eine Routinepatrouille, Sir. Mhm. Wie heißt die alte, die ich treffen muss? Finde Dr. Lee. Alle Systeme normal. Also, ich muss aber sagen, als der gesagt hat, dass ich dass er der Sohn sei. Sorry, aber damit habe ich mal so überhaupt nicht gerechnet, ne? Also, ups, Halle, nee, da wollen wir jetzt nicht drin schlafen. Das gibt nur Esche. Also, damit habe ich mal absolut überhaupt nicht gerechnet, ne? Also, ich war ja schon wirklich glücklich, ne, dass ich ins Institut jetzt endlich gekommen bin. Es ist eine Ehre, dass Sie hier sind, Sir. Entschuldigung? Wir fühlen uns geehrt, Sie willkommen zu heißen. Kann man mal sagen, ey, das ist hier ein Labyrinth, das ist der Hammer, ne? Aber gut, Leute, würde ich sagen, soll es das gewesen sein für diesen Part von Fallout 4. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich selber den Daumen nach oben freuen. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, abonniert mich. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Hau da rein. Bis zum nächsten Mal. Und beim Scheißen erwischt. Hey. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euer Rainbow King HD. Ciao.